Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 mit einer neuen Stimme. Also nicht neuer Stimmen, sondern ihr versteht, was ich meine. Ein bisschen, ne? Anderem Sound. Ich habe ein neues Mischpult, das habe ich bei den anderen Let's Plays auch immer wieder gesagt. Ja, es wird sich vielleicht ab und zu mal was ändern, wenn ich merke, das passt irgendwie nicht und so weiter. Also, nehmt es mir bitte nicht übel. Ich hoffe, das Spiel ist auch nicht zu laut. Ich hoffe, das ist angenehm. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut und so weiter. Es ist so, es gab vor kurzem ein kleines Update. Das würde ich euch schon mal ans Herz legen. Da gab es irgendwas. Ich habe leider nicht in die Changelogs geguckt. Also, wir lassen uns überraschen. Nummer 1. Und das Nummer 2 ist, ich werde Mountain Blade jetzt nur noch jeden zweiten Tag bringen. Hat aber damit zu tun, ich komme mit Red Dead. Und, Red Dead und Mountain Blade und dann noch mit dem Trine und dann noch mit dem Stresstag nicht mehr zusammen, weil es einfach viel zu viel wird. Gut, Stresstag kommt ja nur zweimal die Woche. Trine wird demnächst auch zusammengelegt. Ich muss ein bisschen Zeit sparen und ja, das werde ich dann in dem Fall, dass ich dann halt die Sachen zusammenlege und gucke, okay, mal was im Wechsel und so weiter. Es kommt ja noch immer Assassin's Creed und Star Wars, die beiden sind halt schon längst aufgenommen, also ich glaube im Juni kommen die letzten Folgen, also ihr könnt euch vorstellen, ich habe seit einem Monat Star Wars nicht mehr oder seit zwei Monaten Star Wars nicht mehr angefasst, beziehungsweise Assassin's Creed, Star Wars habe ich angefasst, aber das hat einen anderen Grund, also von daher, ihr merkt, ich muss ein bisschen enger alles zusammenfassen auf dem Kanal. Was aber nicht bedeutet, dass ihr weniger Content bekommt, sondern ihr bekommt unregelmäßiger Content. Und somit bleibt dann auch mal Luft für ein Spielchen für zwischendurch, weil das fehlt mir manchmal. Also zum Beispiel jetzt heute Iron Harvest probiert. Okay, gut, das, abgesehen davon, dass ich das Spiel nicht mag. Ich habe es auch nicht aufgenommen, aber sowas würde ich zum Beispiel gerne mal wieder machen, dass man kleinere Spiele probiert oder Spiele, die ich sonst noch so habe. Und deshalb, ja, jede zweite Woche und so weiter und so fort. Wir sind ja hier noch im Krieg mit Batanien, wenn ich mich recht entsinne. Ich muss gerade gucken, es ist länger her, dass ich das nicht gespielt habe, weil wir haben noch gegen Kusait. Hier sind unsere Leute. Oh, wir würden Receiving Tribute Day. Also müssen wir nur mal kurz taktieren. Was haben wir denn verloren? Wir haben Warshek verloren. Das ist blöd. Wir haben Warshek verloren. Okay, Warshek. Ich würde aber persönlich gerne... Oh, Omo ist auch weg. Shitty, das wird ein bisschen schwerer. Ich würde sagen, wir machen trotzdem Frieden und holen uns von den Kusait alles, weil die sind hier gerade richtig am Durchackern. Und die haben nicht mehr viel. Wenn wir denen die paar Dörfchen hier mitnehmen, ich markiere sie sogar für uns. Dann ist das auch demnächst alles gegessen. Das war hier noch. Hier hinten war noch was. Ich glaube, dann haben wir halt niemanden, der uns mehr hier ärgern kann. Highkant habe ich. Hier ist kein Castle. Hier war auch nichts mehr. Wow. Genau. Und die haben halt noch Razi. Und hier sind schon wieder neue dazugekommen. Ah. Levania Castle. Ja, Vostrum gehört uns. Also wenn wir denen das wegnehmen, dann ist es für uns noch ein leichtes Spiel. Deswegen der Entschluss Frieden mit Batanien. Krieg gegen Kusait. In der Hoffnung, dass wir dann auch die auch wirklich weghauen können. Die sind halt schwächer als wir. Könnte sein, dass das uns besser kommt. Ich muss dementsprechend auch die Armee auflösen, damit ich schneller vorankomme. Die hatten Glück gehabt, dass wir früh genug... Ich würde als allererstes Highkant holen. Highkant ist groß genug. Und dann gucken wir danach weiter. So. Dann los geht's. Moshu takes Highkant. SSV. Oh.
Ja, genau. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Highkant wurde doch von Denne übernommen, gell? Irgendwie so war das da. Ich guck mal, gerade haben die wieder was geschafft. Da ist noch ein Castle. Ja, die neigen dazu, uns wirklich zu ärgern. Und das ist etwas, was mich echt nervt. Mysea. Ja, wir müssen gegen das südliche Kaiserreich auch Krieg führen. Die sind halt wieder am Erstarken. Das finde ich halt gar nicht gut. Eigentlich hatten wir die komplett schon, ne, weggehauen. Aber ja, so wie es halt immer ist, ne? Sturgier. Ah ja, stimmt, wir wurden ja auch ein paar Mal verhauen von den Leuten. Oh ja, das wird auch nicht so einfach. Okay. Ich würde gerne mal bei den Hauptstädten nochmal vorbeigehen und Pferde. Ihr wisst, was ich meine, holen. Ja doch, Pferde. Was ist los mit dir, Alex, heute? Pferde. Wie sieht's denn aus? Wir haben Mules. Ja, wobei, wir haben genug. Aber die haben keine Pferde mehr. Ich nehme noch ein bisschen Essen mit. Fisch mit. Butter, Grapes, Cheese, Meat, all the state. Wine, Beer, Oil. Passt. Ich zahle ein bisschen mehr, ist aber auch okay. Die Waffen sind auch immer arschteuer. Außer der hier. Sonst haben wir nichts mehr dabei. Okay. Wie viel würde einer bringen? Ah, egal, komm, brauchen wir nicht. Abfahrt. Truppen. Wie viele Truppen habe ich? Okay, wir könnten Sturgier holen. Ich würde aber diesmal tatsächlich mal keine Sturgier holen. Ich würde hier drüben in Markep dann das erste Mal wieder Einheiten holen. Ja, wir haben jetzt einen ziemlich weiten Weg tatsächlich. Das ist jetzt so ein bisschen der Nachteil. Ich hoffe, das südliche Kaiserreich wird nicht nochmal auf Krieg aus sein. Oh, die haben sogar Akalat schon geholt. Shit. Oh, die sind aber gerade richtig gut unterwegs. Ich meine, gut, unsere Leute marschieren jetzt gerade gegen Norden, aber Heidenei. Die sind gerade richtig am Erstarken. Das geht gar nicht. Gerade auch so Orte wie Highkant oder so. Ich nehme mal hier ein paar raus. Weil die wichtigsten sind eigentlich hier. Ja, zum Glück haben sie Ordok nicht genommen. Aber Highkant, Usek, Kimli. Also Highkant ist wichtig. Das ist ja eigentlich eine Verbindungsstadt. Dann haben wir hier wieder... Oh, oh ja, sie greifen an. Perfekt. Highkant könnte uns gleich gehören. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir aber mal 350 Einheiten. Achso, die waren alle verletzt. Die zählt die ja nicht dazu. Oh ja, die hier. Die hier, die hier. Ich könnte fast alle nehmen eigentlich. Aber nur fast. Trade. Steppenpferde. Upsa. Sonst... Oh, was ist denn? Eine schöne Rüstung. Okay. So. Achso, gibt es vielleicht irgendetwas, was eine bessere Rüstung ist oder so? Weil danach gucke ich in letzter Zeit seltener. 29. Hat halt Leg on Armor. Leg on Arm. Ich muss halt gucken. Ich weiß, dass es... Aber das war schon seit den letzten Patches so. Es gab bessere Sachen, die man hätte mitnehmen können. So. Imperials. Die hier. Infantrymen. Nomaden. Horses.
So. Trained Infantry. Logische Jäger und so haben wir auch noch dabei. Eigentlich. Ach komm, wisst ihr was? Sagen wir mal keine Erbsenzähler, wir nehmen einfach alles. So. Wir kriegen Usek noch dazu. Also Haikant und Usek, darum wird gekämpft. Habe ich in der Nähe Armeen? So, dann hole ich sie zu mir. Muss ja nicht alles sein, was wir hier zusammenkriegen. Gehen wir. Agarius rennt hier rum noch. Recruit. Perfekt. Wir haben fast alles damit. Full. Stephorse, Warhorse, Sumterhorse. Brauche ich jetzt nicht. Sonst nichts. Nein. Essen haben wir genug. Grand Meatfish. Ah ne, Wool brauche ich nicht. So. Also wir haben hier alles mitgenommen. Wir haben 402, können wir mitnehmen. Krass. Porti. Sturgia. Alter, wie viele Nomaden wir jetzt haben wieder. 92 Nomaden. Es ist halt keine richtige... ihr wisst, was ich meine. So richtige Schlachtenleute hier. Ich muss halt mega aufpassen. Was ist jetzt hier? Honor of Haikant. Cool. Wer ist besser? Oder wer hat... die haben Odok. Die haben Morenia Castle, aber er... er ist mir da lieber, weil... er hat nur Morenia Castle. Das ist nur ein Teil. Hm? Hier ist eine Schlacht oder was? Ah, fuck. Okay. Wir holen uns Kimli. Oh, oder Usek. Komm, wir holen uns Usek und Kimli vielleicht. Ich hole erstmal Kimli. Dann haben wir zumindest eine Sache schon mal. Und dann können wir uns hier vorarbeiten. Wie viel haben sie denn? Militär. Okay, das müsste gehen. Das müssten wir kriegen. Oh, Character. Was ist los? Ah, Leadership. Okay. Increase the recruitment range prisoners by 50. Oder at the beginning of a battle, the morale troops. Troops with the same culture as the party leader have their battle morale increased to solve battle. Okay. Ich nehme das da. Hier müsste ich tatsächlich in Sociality. Schade, dass man nicht nochmal alles zurücksetzen kann. Das wünschte ich mir. Kein Wunder, dass wir jetzt so viele Truppen haben können. So, dann Besiege. Castle. Und jetzt Moment. Wir versuchen es liebevoll zu klären. Vielleicht klappt das ja alles. Währenddessen, bis die Gegner kommen. So, Infantryman. Hoppala. Footman. Wir nehmen die hier. Es wird nicht lange dauern, dann kloppen wir wahrscheinlich uns gegenseitig weg. Ich sehe schon das Problem kommen. Wobei, was wollen sie tun? Also. Oh, die haben diese Dinger. Moment. Dafür. Nee, da brauchen wir tatsächlich die hier. Glaube ich. Ich glaube, es war so. Aber warum? Die treffen nicht so gut. Ja, die halten halt mehr aus. Jo. Jetzt könnten wir es schaffen. Wie gesagt, wenn jetzt gleich der zweite da ist, dann feuern zwei auf einmal.
Und dann... Ah, fuck. Nachteil. Was ist jetzt schon wieder los? Stuart. Not implemented. Continuous projects. While Siege Camp. Town Population consumes. Dass wenn das andere eh nicht da ist. Essen haben wir ja genug, aber wir müssen hier gucken. Imperial Recruits. Die Nomaden. Die hier. Wir dürfen halt nie vergessen, dass wir die Leute aufbessern müssen. Jo, Treffer. Treffer. Warte mal, wir machen es anders. Hau drauf. Wenn wir einen von denen haben, geht das schon mal viel schneller. Ah. Da ist irgendwas cracked. Was war das? Die Balliste. Achso, has been cracked. Okay. Wer hat uns Krieg erklärt? Ja, okay, gut. Ragnarvat, der ist ja irrelevant für uns. Der ist tatsächlich relativ irrelevant. Warte mal, wenn der steht, drücke ich den weg und baue einen neuen davon. Und dann packe ich immer einen weg, also ich baue dann immer wieder mal einen neuen. Ah ne, scheiße, kann ich gar nicht, haha. Alter, die bauen immer schneller nach, komm schon. So, jetzt treffen wir mal hier. Irgendwas muss doch fallen, Alter. Ah, die greifen auch das nächste schon an. Ich weiß, der Weg nach oben wäre einfacher, aber... Jo, da ist es offen. Und Lead Assault, rein da. Endlich. Oh, ich hätte die Leute verbessern sollen. Ah, egal. Alle danach. Auto Deploy. Ah ja, genau. Ballisten. Ballisten. Ihr wisst, was ich meine. So, dann greifen wir mal an und hauen die mal weg. Ist langsam mal notwendig hier. Alle. Wo ist ein Cracked Wall hier? Ah, die ist... Hä? Wir haben doch links kaputt gemacht, warum ist rechts offen? Egal. Ich frag nicht mehr. Aber wir sind gleich drinnen. Vielleicht noch weiter rechts am Ende. Okay. Schild nach vorne. Aua. Okay. Aua. Na. Alter, was für ein Gewusel. Bis mal hier jemand totschlägt. Ja, aber wir sind gleich durch. Okay, jetzt bin ich halt mal down. Okay, aber die schaffen das trotzdem ohne mich. Ich habe nur 5 getötet. Ich muss mich halt echt wieder einleben. Boah, ist das laut, Alter. Für mich jedenfalls. Lassen wir mal das alles so ein bisschen passieren. Und ich hoffe, wir sind da... Ja, Leute. Wär doch drinne jetzt. Mach die mal platt.
Ja. Aber die haben uns echt was. Also, die haben uns echt wehgetan. 16 Tote, 17 Tote. Krass. Jetzt können wir mal rauszoomen, aber jetzt haben wir sie auch. Obwohl hier die Tür offen war, quasi, naja. Es waren wohl ziemlich starke Leute. Alter, die dezimieren uns schon ein bisschen stark hier. Ah ja, kein Wunder, wenn die alle da hinten hocken. Ja, das ist das Problem, wenn einer fehlt. Was machen die denn da? Also, ihr versteht hoffentlich mein Problem damit. Packen die da rum oder sind das alles Bogenschützen oder was ist hier los? Oh, die backen hier rum, das ist kacke. Ich meine, gewonnen haben wir es jetzt trotzdem, aber... Dummerweise durch so ein dummes Problem. Wo sind denn die meisten gestorben? Ah, gibt's eigentlich so nicht. Okay. Ah, schade. Prisoners. Die nehmen wir doch alle mit. Sturgische Krieger hier. Nehmen wir die mit. Wiglas. Equity. Archer. Archer. So, Kusaids. Osmans. Mit Bogenschützen hier. Hunters. Die. Meine Güte. Damit können wir jetzt auch wieder einen Krieg gewinnen. Also. Show Mercy. Ist auch okay, wenn ich ein bisschen was verliere. Aber, warte mal. Es gibt ja hier oben... Oh nein. So. Leave. Kimli gehört schon mal uns. Das ist schön zu wissen. Ja, was ist das? Teofel Nerds Army. Teofels Army. Also, das haben wir nicht. Wir haben Highkant. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber Kimli tut uns auch gut. Ich hoffe, die kommen. Warte mal, wer hat uns nochmal? Ah ja, der unten, ja. Ragnarvat. Panic created an army. Okay. Dann rüber. Ah ja, guck mal hier. Hey, Leute. Da gibt es jetzt eine kleine Schlacht, oder? Ich würde es mir wünschen. So, Party. Wenn wir gerade schon dabei sind. Sodli. Dun. Help Prindepors, oder wie der Typ ist. Attack! Wir sind natürlich jetzt nicht 100%, aber wir sollten das hinbekommen. Das ist natürlich cool. Das ist jetzt natürlich so, dass das ihr hört ja den Sound jetzt. Nee, oh me. Au. Au. Dieser Sound ist schon in erster Linie etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, da kommen sie schon. So, squared euch. Lasst sie kommen. Wir holen uns die Leute. Wir holen uns die Reiter, das ist schon... Ein Mameluke. Aua, die hauen jetzt mal richtig drauf. Was ist los mit euch? So. Oh, komm.
So. Da ist noch einer weg. Ein Kusaid Marksman. So, den haben wir auch. Ah, die kommen auf uns zu. Sehr schön. Schuld. Gib dem alles, was ihr habt. Oh, da ist der nächste weg. Noch einer weg. Hey, Kumpel. Da ist ja noch einer. Den haben wir wehgetan schon mal. Na, komm her. Da bist du weg. Das schauen sie sogar nicht schlecht. Die fliehen sogar. So, den haben wir schon mal richtig schön wehgetan. Ah, schade. Nicht noch einen getroffen. Ja, die Archer sind schon assi. Und so auf Dauer jetzt. Die stürmen jetzt darauf zu. Werden niedergemacht. Bam. Oh, das sind unsere Leute. Noch einer weg. Batz, weg. So. Bam. Noch ein Verletzter. Oh, schade. Haut den mal um. Ah, den habe ich schon mal getroffen jetzt. Und... ciao. Nein. Da ist er weg. So. Lass sie mal ein bisschen kommen. Aua. Shitty. Ja, die werden jetzt ihr Ding machen, aber okay. Oder? Die werden jetzt ihr Ding machen. Nö, die marschieren aber vor. Und machen sie platt. So kann man es auch machen. Aber das ist nicht taktisch. Alter, die gehen alle drauf. Das ist ja unfassbar. Das ist immer so der Nachteil daran. Sobald man selbst nicht mehr da ist. Defender. Ja, das sind unsere 33 Leute wieder tot. Wegen nichts und wieder nichts gefühlt. Wir haben halt kaum Leute verloren in den ersten Minuten. Also das war so gut gemacht eigentlich. Naja. Oh, ich habe ein Level abbekommen in irgendwas. Boah. Wo habe ich die meisten verloren? Imperial Trained Soldier quasi, also Infantryman. Ah, Imperial. Jo, gerne. You are my prisoner. Naja, wir haben hier neue Leute und Prisoners ohne Ende. Trotz alledem, ich bin da eigentlich ein bisschen enttäuscht. Und der Rest hier rein. So. Das sind halt am meisten Horse Archers, die wir hier mit dabei haben. So, es will aber keiner zu uns. Die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Ich gucke nur gerade. Also drei Tribesmen sind dabei. Militia Spearmen. Brauchen wir nicht. Okay. Abfahrt. Ah ja. Bekommen wir gut nochmal was dazu? Wir haben gar nicht mal jetzt mehr so viele. Owner of Kimley Castle. Pargarius. Seid ihr gegönnt, Junge. Die meisten unterstützen ihn.
Wir bräuchten neue Leute hier. Dass wir... Oh ja, wir wollten das hier haben. Wir holen uns jetzt dieses Castle hier. So, besiege the castle. Kill us. Mal schauen, was die bauen werden. Das ist unsere Unterstützung. Okay, die bauen Onager. Ja, hier ist schon der erste. Ich meine, wir erholen uns dadurch. Das ist jetzt erstmal gar nicht mal so schlecht. Und verbessern uns nach und nach. Irgendwie ruckelt es hier seit neuestem extrem. Das gefällt mir gar nicht. Jo, Abfahrt. Okay. Mal schauen, ob es alles klappt, wie wir wollen. Na, der braucht auch ein bisschen, bis er schießen kann. Ja, aber jetzt... Also, die treffen halt nicht so gut. Das hat halt so seine kleinen Vorteilchen hier. Also, nicht viel besser als unsere Leute. Und die brauchen halt ein bisschen, bis sie erstellt sind. Jetzt... schießen wir die weg. Geht viel einfacher als diese blöden Ballisten. Ah ne, fuck, ich kann ja keine machen, hey. Aber die können wir machen. Ah, die schießen auch ein bisschen langsamer. Mittlerweile. So. Jo, immer drauf. Ja, die schießen ein bisschen schneller. Kimley Castle wird wieder angegriffen. Also werden wir das gleich wiederholen müssen. Okay. Erseno Castle. Da hat sich auch wieder jemand bereit gemacht. Okay, beide Seiten cracked. Lead the Formation. Ab geht's. Ah, ich habe die jetzt nicht verbessert. Egal. Ist immer das gleiche. Okay, das war unser... Ich würde sagen, den Angriff machen wir in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.